Einen ganz schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Sarah Blaser von ÖBU. Im Namen von Swissgiltech und ÖBU eben begrüßen wir Sie herzlich für unseren heutigen Webinar. Ich danke Swiss CleanTech für die Einladung, dieses Webinar zu geben. Und wie mein Titel auch sagt, ist die Frage hier: Was sagt die Wissenschaft zum Klimawandel? Ich werde also vor allem den Hintergrund vom 1,5-Bericht vom Weltklimarat vorstellen, woran ich auch beteiligt war. Ups. Ah, okay, alles in Ordnung. Der Weltklimaratbericht zur globalen Erwärmung von 1,5 Grad wurde letzten Oktober herausgegeben in Südkorea. Es ist ein spezieller Bericht vom Weltklimarat, weil es wurde wirklich im politischen Prozess beantragt. Das war eigentlich ein Ergebnis vom Paris-Übereinkommen, weil es wurde im Paris-Übereinkommen entschieden von eigentlich 183 Ländern, dass wir die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad begrenzen wollen, aber auch Anstrengungen folgen wollen, sie wenn möglich auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und die Frage am Weltklimarat war: Wie groß ist der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad? Macht es etwas aus und ist es nur möglich, 1,5 Grad zu erreichen? Also die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Ich möchte beginnen mit dieser Abbildung, die vom Weltklimaratbericht vom 2013 stammt. Es zeigt den Zusammenhang zwischen der globalen Erwärmung auf der Y-Achse und die kumulierten CO2-Emissionen auf die X-Achse. Und man sieht ganz klar, das basiert auf Klimamodellen, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen den zwei gibt. Das heißt, man kann direkt, wenn man bestimmt, dass man nicht oberhalb von einer bestimmten Temperaturgrenze kommen möchte, dann bestimmt das ein gewisses CO2-Budget. Man sieht natürlich, dass dieses Budget nicht ganz genau ist. Es gibt Unsicherheit dabei. Aber es ist klar, wenn wir sagen, zum Beispiel, dass wir die globale Erwärmung nicht oberhalb von 1,5 Grad also haben wollen, dann heißt es, dass wir jetzt schon mindestens etwa 2 Drittel von unserem CO2-Budget aufgebraucht haben. Der Grund dafür ist, dass CO2 sehr lange in der Atmosphäre bleibt, bis mehrere tausend Jahre. Und das heißt, jede zusätzliche Emission von CO2 führt zu einer zusätzlichen Erwärmung vom ganzen Klimasystem. Das heißt, wie erwähnt, die kumulierten CO2-Emissionen sind stark limitiert für eine Begrenzung der Erwärmung auf 1,5. Weil diese zusätzlichen Emissionen immer zu mehr Erwärmung führen, heißt das auch, dass die Emissionen schnell und stark reduziert werden müssen, weil, wie erwähnt, jede zusätzliche Emission die Situation verschärft. Und das heißt, wir brauchen am Ende ein Netto-Null-CO2-Budget, damit wir eine Temperaturstabilisierung haben. Sonst wird die Temperatur weiter zunehmen. Jetzt, wie erwähnt, haben wir bereits 1 Grad Erwärmung. Und es ist wichtig zu sagen, Klimawandel findet schon jetzt statt. Es ist nicht etwas, das weit weg in der Zukunft stattfindet. Jetzt mit 1 Grad Erwärmung global sehen wir schon mehrere Auswirkungen. Nur als Beispiele, was so seit letzten Sommer passiert ist. Letzten Sommer hatten wir mehrere Hitzewellen und Trockeneisphasen in der Nordhemisphäre. Es gab zum Beispiel Feuer in Schweden. Es gab auch Hitzewellen in Japan und in Kanada, die zu mehreren Toten führten. Es gab sehr starke Trockenheit in Kalifornien und sehr heiße Temperaturen, die auch zu Feuer geführt haben. In der Schweiz hatten wir eine starke Trockenheit und wir haben herausgefunden, dass wenn man alle diese Ereignisse anschaut, die in der Nordhemisphäre stattgefunden haben, dann finden wir heraus, dass sie nicht gleichzeitig hätten stattfinden können ohne diese zusätzliche Erwärmung, die wir seit der vorindustriellen Zeit haben. Jetzt in diesem Sommer gab es ebenfalls sehr hohe Temperaturen. Zum Beispiel in Frankreich wurde zum ersten Mal 46 Grad erreicht. Und wie Sie sicher wissen, im Moment gibt es einen starken Wirbelsturm über die Bahamas. Der Klimawandel, also die Erwärmung, führt nicht zu einer
höhere Zunahme der Häufigkeit von tropischen Wirbelstürmen, aber es führt zu mehreren Änderungen von diesen Wirbelstürmen, zum Beispiel, dass sie sich langsamer bewegen, und das ist gerade etwas, das wir in den Bahamas sehen, was auch zu vielen Auswirkungen führt. Jetzt, wenn wir nochmal diesen Sommer von 2018 anschauen, wie es gab, wie erwähnt, sehr hohe Temperaturen ganz enorm in der Hemisphäre und besonders in Europa. Man sieht ganz klar, dass es da eine starke Zunahme gegeben hat seit den 90er Jahren. Und 2018 hatten wir etwa 2 Grad Erwärmung. Das heißt, obwohl wir im Durchschnitt global 1 Grad Erwärmung haben, kann es in mehreren Orten viel höheren Anomalien geben, vor allem auf dem Land, weil das Land sich schneller erwärmt. Das heißt, was wir hier sehen, ist etwas, das grundsätzlich irreversibel ist, weil wir erwähnen, dass CO2 bleibt in der Atmosphäre. Diese zusätzliche Erwärmung, die wird so bleiben. Die Frage ist, ob wir und wie wir dann zusätzliche Erwärmungen dann vermeiden können. In der Schweiz haben wir ebenfalls eine starke Erwärmung. Die Erwärmung der Schweiz ist etwa doppelt so groß wie im globalen Mittel. Wir haben im Durchschnitt 2 Grad Erwärmung in der Schweiz. Und in 2018 hatten wir im Durchschnitt eine 3 Grad Erwärmung. Also es war besonders heiß letztes Jahr. Und man sieht auch sehr klar auf diese Abbildung, dass die letzten 3 Jahrzehnte immer, fast immer positive Anomalien gezeigt haben. Die Folgen vom Klimawandel, von der Zunahme der globalen Erwärmung, sind nicht nur bei Temperaturen zu sehen, weil die Luft, wenn sie warm ist, mehr Feuchte enthalten kann, führt es auch, wenn es regnet, zu stärkeren Niederschlägen. Das sehen wir auch in der Schweiz. Wir haben mehrere Orte, wo wir eine deutliche Zunahme der Startniederschläge, von den heftigen Niederschlägen sehen. Und eigentlich nur Zunahmen und einigen Orten deutlichen Zunahmen. Als Beispiel dafür, aber es gab auch weitere Ereignisse, können wir zum Beispiel denken an dem Ereignis in Lausanne im Juni letztes Jahr, wo es eine sehr starke Niederschläge gegeben hat und Überflutungen zum Beispiel im Bahnhof. Dadurch haben wir noch weitere Auswirkungen, auch im Winter. Es gibt weniger Schnee im Winter und die Gletscher gehen zurück, viel schneller. Es gibt sogar Maßnahmen, die probieren das zu verlangsamen, zum Beispiel damit man Decken auf die Gletscher tut, aber natürlich geht das sehr schnell voran. Jetzt ist die Frage, was würde passieren, wenn wir 1,5 Grad Erwärmung haben oder 2 Grad, also wenn wir es schaffen, die Erwärmung nicht mehr als 1,5 Grad zu haben. Und warum würde es lohnen, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen? Das sind jetzt Ergebnisse vom 1,5 Grad Bericht. Und das zeigt nur als Beispiel, was sind die Auswirkungen auf Korallenriffen. Dort sehen wir, dass wir irreversible Schäden oberhalb von 1,5 Grad haben. Also das ist eine Analyse, die zeigt, für verschiedene Erwärmungen, was die Auswirkungen, also die Risiken sind. Weiß heißt, dass man diese Risiken nicht feststellen kann. Gelb heißt, das sind Mittelrisiken. Rot ist hohe Risiken. Und violett sind sehr hohe Risiken, wo es auch irreversible Schäden geben kann. Wir sehen, dass es bei gewissen Systemen, zum Beispiel hier die Korallenriffe, sind wir bereit in dem Bereich, wo es sehr hohe Risiken gibt, also bereits mit 1 Grad. Das heißt, eigentlich sogar mit 1,5 Grad hätten wir möglicherweise irreversible Schäden, zum Beispiel Aussterben. Aber natürlich wäre es noch viel schlimmer mit 2 Grad. Das ist ein von den Systemen, das am stärksten davon betroffen ist, aber es gibt auch mehrere andere Ökosysteme und Tier- und Pflanzenarten. Viele einzigartige Systeme sind sicher bei 1,5 Grad schon unter sehr hohen Risiken und mit 2 Grad würden sie auf sehr hohe Risiken exponiert. Das heißt, wir würden da irreversible Schäden sehen. Aber auch wenn wir andere Risiken betrachten, zum Beispiel die Risiken, die mit extremen Ereignissen zusammenhängen, also zum Beispiel auch für Menschen,
Da sind wir im Moment bei 1 Grad im Bereich vom mittleren Risiko. Es gibt Risiken, aber nicht überall. Und es ist noch begrenzt. Aber mit 1,5 Grad, wenn wir in hohem Risiko kommen, uns wäre sicher mindestens so schlimm mit 2 Grad. Mit der Verteilung von den Auswirkungen wäre es schlimmer, oberhalb von 1,5, weil zuerst ist es eher begrenzt an einzelnen Orten. Oberhalb von 1,5 Grad wäre es dann also mehreren Orten festzustellen. Auch global gesehen gäbe es viel höhere Risiken, wenn wir bei 2 Grad erreichen. Und das Risiko für sozusagen Tipping Points, also eigentlich Events, die das Klimasystem sehr stark verändern können, der beginnt schon jetzt mit 1 Grad mittel zu sein und könnte auf hohem Risiko kommen mit etwa 2 Grad. Das heißt, wir haben einen irreversiblen und hohe Risiken oberhalb von 1,5 Grad. Und es ist aber auch eine der Abschlussfolgerungen vom Bericht, dass jedes halbe Grad zählt. Ich werde auch detaillierte Schlussfolgerungen dazu geben. Das heißt, diese Kernaussagen vom Bericht sind, die jetzige globale Erwärmung beträgt 1 Grad. Was wir auch aus der Literatur und Beobachtungen wissen, ist, es gibt Änderungen im Auftreten von Klimaextremen schon für etwa eine Erwärmung von einem halben Grad. Das ist eigentlich, was seit den mittleren, von 1950 etwa stattgefunden hat. Und die Schlussfolgerungen vom Bericht sind, dass eine Begrenzung der Klimaerwärmung auf 1,5 Grad gegenüber 2 Grad erlaubt, viele extreme Ereignisse zu vermeiden, zum Beispiel eine Zunahme der Hitzeextremen in den meisten bewohnten Regionen der Welt, auch heftigere Niederschläge in mehreren Regionen, mehr Trockenheitsrisiko in einigen Regionen und irreversible Schäden wie Zunahme vom Meeresspiegel, Aussterben von Tier- und Pflanzenarten wie Korallenriffe, die eben oberhalb von 1,5 Grad dann viel höher wären. Das heißt, es lohnt sich, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, auch wenn das trotzdem heißt, dass die Auswirkungen noch höher wären als jetzt. Aber die nächste Frage ist, wie kommen wir dahin? Wie können wir das schaffen? Und das muss man natürlich sagen, es ist nicht einfach, weil wir momentan 40 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr von CO2, also 40 Milliarden Tonnen von CO2 pro Jahr emittieren. Und wir müssen sehr schnell auf diesen Netto-Null-CO2-Budget kommen. Die Szenarien, die wir im Weltklimarat-Bericht haben, die mit dem kompatibel wären, haben eine sofortige und rasche Abnahme der CO2-Emissionen. Was dabei auch wichtig ist, ist, dass alle etwa im Durchschnitt bis 2030, also innerhalb jetzt von 10 bis 12 Jahren, eine Halbierung der Emissionen haben. Das heißt, wir müssen auch sehr schnell sehr viel Reduktionen haben bis etwa 2030. Die Netto-Null-Emissionen, also alle Szenarien, die kompatibel sind mit einer Begrenzung der Erwärmung auf 1,5, sind hier in Blau gezeigt. Alle diese Szenarien haben hier etwa Netto-Null-Emissionen in 2050. Aber es gibt natürlich einige, die das früher erreichen. Das heißt, wenn wir ganz sicher sein wollen, dass wir das schaffen, dann wäre es sogar vielleicht 2040 für Netto-Null-CO2 global gesehen. Jetzt sprechen wir von diesem Netto-Null-CO2-Budget. Was wir sehen, ist, dass es nach 2050 hier einige negative Emissionen und was das heißt, ist eigentlich, dass wir auch CO2 aus der Atmosphäre entnehmen müssen. Wenn möglich, so wenig wie möglich, weil viele dieser Technologien, die gebaut werden, die gibt es eigentlich noch nicht. Was man dafür machen muss, ist zum Beispiel mehr Wälder anzubauen oder eben Technologie zu haben, die CO2 nehmen und dann speichern. Aber es wäre am besten, dass wir das möglichst klein halten, weil es nicht garantiert, dass wir das schaffen. Das heißt, wie kommen wir da in ein paar Punkten? Wir brauchen Netto Null bis etwa 2040 bis 2050. Das heißt konkret 0 Tonnen CO2 pro Person. Ist es realistisch? Das ist natürlich offen, aber es gibt einige positive Signale,
die Preise der erneuerbaren Energien sind gesunken. Das ist jetzt eine sehr andere Ausgangslage als noch vor 10 oder 20 Jahren. Das heißt, vom Preise her eigentlich ist das nicht wirklich ein Problem. Man müsste auch sagen, das Problem ist nicht primär der Verbrauch von Energie. Also es gab früher natürlich viel Gespräch über 2000 Watt pro Person. Eigentlich könnte man auch mehr Energieverbrauch haben, solange dieser Energieverbrauch kein CO2-Emissionen verursacht. Was auch wichtig ist in der Elektrifizierung des Energieverbrauchs, das heißt, dass wir eben keine fossilen Energieträger mehr verbrauchen und vor allem Energie in der Form von Elektrizität verbrauchen, Elektrizität dann mit keinen CO2-Emissionen verbunden ist. Das sei zum Beispiel Elektroautos als ein Beispiel oder das mehr Zug fahren statt fliegen. Ein Ziel, das mit dem konsistent wäre, wäre auch 100% erneuerbare Energien bis 2040 oder 2050. Der andere Punkt, das auch wichtig ist zu berücksichtigen, sind Finanzflüssen oder Divestment. Es ist ein ganzes System, das mit dem Verbrauch von fossilen Energieträgern verbunden ist. Die Schweiz kann da auch eine wichtige Rolle spielen, weil natürlich, wenn weniger Investitionen in diesem Bereich stattfinden, dann könnte es auch vielleicht also nur CO2-Technologien fördern. Zu dem Punkt über die CO2-Entnahme aus der Atmosphäre. Wir brauchen das sicher, wenn wir die Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen wollen. Aber wenn möglich, wäre es natürlich besser, wenn es so klein wie möglich ist, weil, wie gesagt, sind die Methodologien dazu noch nicht ganz reif. Von Technologien her haben wir eigentlich in der Schweiz sogar eine Firma, die das macht, die Firma Climeworks in Hinwil. Sie kann CO2 aus der Atmosphäre entnehmen, aber im Moment ist es noch sehr teuer. Ihr Ziel wäre etwa 100 Franken pro Tonnen CO2, aber im Moment ist es noch nicht so weit. Und was noch sehr wichtig ist, ist, dass diese Methodologie jetzt noch zur Entnahme der CO2 also ist verfügbar, aber was noch fehlt, ist die Technologie, um das zu speichern. Das muss noch untersucht werden. Es gibt auch natürliche Lösungen für Netto Null, also für negative Emissionen. Das wäre zum Beispiel mit Aufforstung, aber das ist auch nicht so einfach, weil zum Beispiel in kalten Regionen, auch dort, wo wir Schnee haben, das wäre auch der Fall in den Bergen, könnte sogar zu einer lokalen Erwärmung führen. Das heißt, es ist zum Beispiel viel wertvoller, dass man Bäume im Regenwald, in den Tropen hat, als sagen wir Bäume anpflanzt in kalten Regionen. Und außerdem kann natürlich auch Feuer Wälder wieder zerstören, wie wir jetzt gerade in Amazonien gesehen haben. Zu den Emissionen in der Schweiz. Die jetzige Pro-Kopf-CO2-Emissionen betragen im Inland 4,7 Tonnen CO2 pro Person. Wir sind also noch sehr weit von einem 0 Tonnen CO2. Es ist entspricht etwa dem Durchschnitt in den meisten entwickelten Ländern. Und so der Weltdurchschnitt ist etwa 4,8 Tonnen CO2 pro Person. Das ist jetzt nur für CO2. Wenn wir auch alle Treibhausgase betrachten, dann haben wir eigentlich in CO2-Äquivalent etwa 6 Tonnen CO2 pro Person. Das ist jetzt nur die Emissionen, die im Inland stattfinden. Wenn wir auch noch Konsum betrachten, dann ist noch viel schlimmer. Die Emissionen, die mit Konsum verbunden sind, würden die Emissionen pro Personen in der Schweiz zu etwa 14 Tonnen CO2 führen. Und außerdem sind dabei noch nicht die Flüge oder Schiffe einbegriffen. Das heißt, wie gesagt, für 1,5 Grad müssten wir auf 0 Tonne CO2 pro Person bis etwa 2040 bis 2050 kommen. Woher stammen die Schweizer Emissionen? Es ist vor allem Verkehr für etwa 30%, auch Haushalte, also Beispiel wegen Heizung für etwa 18%, auch Industrie, Landwirtschaft, Dienstleistungen und Abfall. Ich hatte einen Kommentar im Zukunftsblog der ETH, wo ich auch über die Gletscherinitiative geschrieben habe. Ich denke, eine Vision einer klimaneutralen Schweiz bis 2050 ist nicht weder radikal noch utopisch. Also es gibt schon mehrere Länder, die sich dazu entschieden haben.
Die Frage ist natürlich, wie wir das erreichen und vielleicht in Bezug auf dem Gesetz, das vor kurzem vom Bundesrat vorgeschlagen wurde, ist natürlich wichtig, dass alle dieses Ziel eigentlich inland erreicht wird. Dass ich jetzt diesen Text zu diesem Gesetz also vom Vorschlag vom Bundesrat, der eigentlich wie bis 2050 eine klimaneutrale Schweiz haben möchte. Das Problem, also es ist sicher ein guter Schritt, aber es gibt noch keine festen Inlandsziele. Ich würde sagen, und das ist vielleicht auch eine Frage für die Gletscherinitiative, natürlich ist 2050 gut, dann muss ich vielleicht fragen, ob es genügt oder ob wir vielleicht auch ein Ziel ein bisschen höher setzen sollen. Ich komme zum Schlusswort. Also Anstrengungen zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad sind wichtig und natürlich auch für die Schweiz. Und jede zusätzliche Erwärmung von einem halben Grad macht einen Unterschied. Das heißt, wenn wir es schaffen, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, können wir reversible Schäden vermeiden. Eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad ist sicher nicht einfach. Es braucht tiefgreifende Änderungen unserer Gesellschaft auf globaler Skala und lokaler Skala. Also es ist nicht einfach, aber es ist rein physikalisch noch möglich. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich aufhören würden, jegliche CO2-Emissionen zu haben, dann würden wir sicher nicht 1,5 Grad überschreiten. Das heißt, frühere Emissionen allein zwingen uns nicht auf eine Welt mit mehr als 1,5 Grad Erwärmung. Die Schweiz könnte sicher eine stärkere Rolle in der Klimamitigation nehmen. Wir haben gleich viele Emissionen pro Kopf wie die meisten europäischen Länder. Wir sind ein reiches Land, also wir könnten uns sicher leisten, mehr Innovationen zu unterstützen und in neue Technologien zu investieren, sei es für zum Beispiel Elektroautos, aber auch zum Beispiel CO2-Aufnahme, also Entnahme aus der Luft. Die Akzeptanz in der Gesellschaft ist relativ hoch und vielleicht ein Punkt, dass man sich überlegen sollte, ist, wie die Schweiz als Finanzplatz da eine Rolle nehmen kann. Ich wollte noch mit diesem positiven Punkt schließen. In Bezug auf der Wirtschaft, es gibt auch neue Initiativen, zum Beispiel für Labellisierung von Firmen, um zu zeigen, dass sie eigentlich sich selbst Ziele setzen, die kompatibel wären, zum Beispiel mit einer Begrenzung der Erwärmung auf 1,5. Und es gibt da 18 Unternehmen in der Schweiz, die sich dazu bekannt haben. Das ist, ich denke, das muss genauer studiert werden, aber es war sicher ein Punkt, das auch interessant ist. Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Frau Senner-Wiratne, für Ihre super Präsentation. Ich werde jetzt übernehmen und muss ich mich selber zuerst finden. Oh, nein. Einen Moment. So. Jetzt sollten Sie eigentlich meinen Bildschirm sehen. Ich werde jetzt die Gletscherinitiative einbetten und sozusagen den politischen Kontext geben. Zuerst werde ich kurz darauf eingehen, was fordert eigentlich die Gletscherinitiative genau und wie steht das im Zusammenhang mit dem Pariser Abkommen? Wie groß ist das verbleibende CO2-Budget für die Schweiz? Und dann, was ist die politische Situation in der Schweiz und was macht das Ausland? Die Gletscherinitiative ist vor ein paar Monaten gestartet und hat bereits über 100.000 Unterschriften gesammelt. Die Gletscherinitiative fordert, dass es einen neuen Artikel gibt in der Bundesverfassung zum Klimaschutz. Und zwar fordert er, ich habe hier in Rot die wichtigsten Sätze gehighlightet, dass die Schweiz bis spätestens 2050 klimaneutral ist. Das heißt, dass explizit keine fossilen Brenn- und Treibstoffe mehr verwendet werden dürfen und dass die verbleibenden Emissionen durch Senken im Inland kompensiert oder ausgeglichen werden. Dazu, um dieses Ziel zu erreichen, soll spätestens 5 Jahre nach der Annahme der Initiative ein Ausführungsgesetz ausgearbeitet werden, das
Zwischenziele setzt, die es ermöglichen, einen mindestens linearen Absenkpfad zu erreichen. Nun, der Zusammenhang zum Pariser Abkommen. Im Pariser Abkommen, wie Sie alle wissen, wurde ja entschieden, dass die Temperatur bei deutlich unter 2 Grad bleiben sollte, wenn möglich nicht höher als 1,5 Grad. Dazu müssen die Länder Reduktionsziele einreichen und sie müssen auch bis 2020 ihr Langzeitziel einreichen. Professor Sene-Wiratne hat schon erwähnt, dass es ist eigentlich nicht das Jahr, wann Netto Null erreicht wird, ausschlaggebend, sondern es ist das kumulative Budget ausschlaggebend. Das heißt, wie viel CO2-Emissionen noch ausgestoßen werden können. Je weniger wir ausstoßen, das sehen Sie auf der linken Seite, das ist auch aus diesem 1,5-Grad-Bericht des Weltklimarates, je schneller wir auf Netto Null gehen, desto weniger von diesen negativen Emissionen brauchen wir danach. Also desto weniger CO2 müssen wir danach aus der Atmosphäre entfernen. Rechts sehen Sie, wenn wir da erst später auf Netto Null gehen, braucht es deutlich mehr von diesen negativen Emissionen. Nun, was ist überhaupt das verbleibende CO2-Budget in diesem 1,5-Grad-Bericht? War das Budget 420 Milliarden Tonnen CO2, das war 2018. Das war, wenn man eine wahrscheinlich zwei Drittel Wahrscheinlichkeit haben möchte, dass das 1,5-Grad-Ziel eingehalten wird. Das heißt, wenn es auch nicht irgendwelche unerwarteten Effekte gibt, von denen wir noch nicht genau Bescheid wissen. Inzwischen haben wir natürlich schon wieder einen beträchtlichen Teil dieses Budgets aufgegessen, da wir ja global etwa 40 Millionen Tonnen CO2 ausstoßen. Das heißt, wir haben noch etwa 360 Milliarden Tonnen. Das klingt noch viel, aber wenn man sich das ausrechnet, dann haben wir das in den nächsten 9 oder 10 Jahren aufgebraucht. Wenn man sich dann fragt, wie soll das verteilt werden, wer kriegt wie viel von diesem Kuchen, dann gibt es verschiedene Arten, wie man das tun kann. Man kann sagen, der Gerechtigkeitshalber müssten diese Länder, die schon mehr ausgestoßen haben oder die reicher sind, mehr reduzieren als Entwicklungsländer. Oder man kann sagen, man verteilt es einfach nach Bevölkerung. Hier habe ich es der Ansicht halber einfach nach Bevölkerung verteilt. Dann steht der Schweiz etwa 390 Millionen Tonnen CO2 zu. Wenn wir jetzt da linear absenken, von da, wo wir heute sind, müssten wir eigentlich schon 2037 netto null CO2 erreichen. Die Schweiz hat etwa 80% ihrer Treibhausgasemissionen sind CO2. Der Rest sind andere Emissionen, wie zum Beispiel Methan und Lachgas aus der Landwirtschaft. Man sieht hier also, dieses netto null Ziel der Gletscherinitiative ist durchaus nicht radikal, sondern eher noch optimistisch, wenn man dieses CO2-Budget anschaut. Nun zum Schweizer Klimaschutz. Wir haben ein Reduktionsziel von -20% bis 2020, immer basierend von 1990 Emissionen. Was Sie hier in dieser Grafik schön sehen, ist, dass wir die Emissionen ein bisschen reduziert haben. Wir sind jetzt etwa bei -12%, aber es gibt viele Bereiche, da haben wir wirklich noch gar nichts reduziert, zum Beispiel im Verkehr sind wir sogar ein bisschen höher, als wir 1990 waren. Im Gebäudebereich haben wir dank der CO2-Abgabe und dem Gebäudeprogramm und dem Mucken etwa 10% reduziert, aber auch da gibt es noch Raum nach oben. Das heißt, in allen Bereichen müssen wir noch deutlich reduzieren und wir werden sicher das 2020-Ziel verfehlen. Nun hat der Bundesrat, wie Sie wissen, vor ein paar Tagen ein 2050-Ziel bekannt gegeben für die Schweiz, dass die Schweiz eben bis 2050 klimaneutral sein soll. Jetzt kommt natürlich die Frage, ja, ist das jetzt schon die Gletscherinitiative? Die Gletscherinitiative hat das
Ziel des Bundesrates begrüßt. Das ist das Zitat, was Sie hier oben sehen. Und ich habe unten in dieser Tabelle kurz zusammengestellt, was die großen Unterschiede sind zum Bundesratsbeschluss und zur Gletscherinitiative. Der Bundesratsbeschluss enthält keinen Absenkpfad und keine verbindlichen Zwischenziele. Das fordert jedoch die Gletscherinitiative. Es gibt auch nicht eine klare Stellungnahme, dass wirklich keine fossilen Brenn- und Treibstoffe mehr verwendet werden sollen bis 2050. Der Flugverkehr, ob der eingeschlossen ist oder nicht, ist nicht klar im Bundesratsziel. Der soll laut Gletscherinitiative eingeschlossen werden. Und der letzte Punkt ist, dass der Bundesrat immer noch explizit sagt, dass dieses Netto-Null-Ziel mit Auslandszertifikaten erreicht werden könnte. Das ist natürlich problematisch, wenn man daran denkt, dass alle Länder Netto-Null erreichen müssen bis 2050. Und dann ist die Frage, von wo sollen dann diese Auslandszertifikate kommen? Wir haben übrigens sehr großen Gebrauch gemacht von diesen Auslandszertifikaten während der ersten Kyoto-Verpflichtungsperiode von 2008 bis 2012 haben wir 80% unserer Verpflichtung durch diese Auslandszertifikate gedeckt und die restlichen 20% durch unsere Wälder. De facto haben wir in der Zeit noch gar nichts reduziert. Und auch dieses in der nächsten Periode bis 2020 werden wir wieder deutlich Auslandszertifikate brauchen. Hier noch eine Grafik, die diese Ziele alle darstellt. In Rot sehen Sie die historischen Treibhausgasemissionen. Hier das 2020-Ziel von -20%. Hier in Blau die Gletscherinitiative. Sie sehen, dass man da bis 2030 wirklich die Inlandemissionen halbieren müssen, wenn wir da auf dem linearen Absenkpfad sein wollen. Der Bundesrat schlägt aber vor, und das wird zurzeit auch im Rahmen der CO2-Gesetzesinitiative diskutiert, dass im Inland das Ziel nur -30% sein soll. Das heißt, wenn wir das weiterführen würden, diesen Absenkpfad, wären wir erst 2080 bei Netto Null. Das ist also deutlich zu wenig ambitioniert. Nur eine Reduktion von etwa 1% im Jahr. Wir bräuchten aber wahrscheinlich etwa 2,5 bis 3% Reduktion. Hier habe ich eine kurze Zusammenfassung gemacht, was die Parteien zum Netto-Null-Ziel sagen. Es gibt zahlreiche Parteien, fast alle Parteien wollen ein Netto-Null-Ziel, also die SVP. Die FDP will das mit Auslandszertifikaten, das ist sozusagen das, was der Bundesrat jetzt gesagt hat. Es gibt ein paar Parteien, die das Netto-Null-Ziel früher erreichen wollen, zum Beispiel die SP, die GLP, auch die Grüne Partei hat natürlich ein ambitionierteres Ziel, vor allem für 2030. Die Klimajugend im Vergleich fordert, dass wir Netto Null schon bis 2030 erreichen, und zwar ohne Kompensation. Dazu muss man sagen, von der Klimawissenschaft her wäre das durchaus sinnvoll, aber das würde natürlich ganz tiefgreifende volkswirtschaftliche Veränderungen bedeuten, und dazu bräuchte es einen sehr großen politischen Willen. Wenn man vergleicht, was andere Länder in Europa bereits verabschiedet haben, dann sieht man auch wieder, die Gletscherinitiative ist gar nicht überambitioniert. Es gibt zahlreiche Länder, die haben bereits jetzt ein Netto-Null-Ziel vor 2050 beschlossen. Ich habe hier Island, Finnland und Schweden aufgezählt. Auch die EU als Ganzes ist momentan daran zu verhandeln, ihr 2050-Ziel zu verschärfen. Da sind 24 der 28 EU-Länder dafür. Das konnte noch nicht verabschiedet werden, weil das ein Konsensusentscheid ist und diese vier Länder sich dagegen gesträubt haben. Aber die Diskussionen gehen auch da weiter. Was braucht es? Da hat Frau Sene-Wiratne schon angefangen anzudeuten. Für diesen totalen Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen und einen Rückgang auf Netto-Null braucht es wirklich ein ganzes Maßnahmenpaket. Es gibt nicht eine einzige politische Maßnahme, die dieses unglaublich komplexe Unterfangen
lösen könnte. Also es braucht Maßnahmen wie einen CO2-Preis, Maßnahmen im Gebäudesektor, im Verkehrsbereich, zum Beispiel mit der elektrischen Mobilität, aber nicht nur, sondern man muss den ganzen Mobilitätssektor überdenken. Stichworte dazu wäre Mobility Pricing. Selbstverständlich muss der Strom erneuerbar hergestellt werden. Und auch in der Wirtschaft muss der Fokus viel mehr auf eine Kreiswirtschaft gelegt werden und auf ein energie- und ressourcenarmes Produzieren. Als letztes, das hat Frau Professor Senne-Wiratne schon erwähnt, der Finanzsektor. Die Schweiz verursacht durch Investitionen im Ausland etwa 20 Mal mehr Emissionen, als sie im Inland verursacht. Das sind etwa 1000 Millionen Tonnen im Jahr. Das ist etwa gleich viel wie Brasilien ausstößt. Also im Finanzsektor sind wir ein großer Player. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass auch im Finanzsektor Maßnahmen ergriffen werden, Gesetze erlassen werden, die es dem Finanzsektor ermöglicht, wirklich klimasicher zu werden. Was kostet dies? Ist natürlich auch immer eine Frage, die gestellt wird. Die Schätzungen gehen da auseinander. Das ist natürlich auch, weil man Annahmen treffen muss. Es ist klar, es wird Verlierer und Gewinner geben. Firmen, die jetzt schon auf Energieeffizienz und Erneuerbare setzen, werden klar die Gewinner sein. Die Kosten werden sehr stark beeinflusst vom Maßnahmenpaket, also wie man dieses Netto-Null-Ziel erreichen wird. Wir haben da letztes Jahr eine Studie in Auftrag gegeben, die gezeigt hat, dass man die Inlandemissionen gut halbieren kann, auf eine Art, die auch volkswirtschaftlich durchaus vertretbar ist und auch Vorteile bringt. Die Gletscherinitiative zitiert eine andere Studie, die zeigt, dass bis 2050 das natürlich durchaus etwas kosten würde, nämlich etwa 1000 Milliarden Schweizer Franken, aber dass zwei Drittel davon im Inland bleiben würde. Im Vergleich dazu, ein Erhalt des Status quo wäre deutlich teurer. Und nur etwa ein Viertel dieser Kosten würde im Inland bleiben. Und es würden auch weniger Arbeitsplätze geschaffen werden. Dieser Erhalt des Status quo ist aber nicht wirklich eine Option, denn der Weltklimabericht zeigt ganz deutlich, ein Nichthandeln verursacht deutlich mehr Kosten und Schäden. Nun habe ich ganz kurz, bevor dieses Webinar begonnen hat, eine Pressemitteilung erhalten von der UREC des Ständerates, die soeben die Beratungen zum CO2-Gesetz abgeschlossen hat. Wie Sie ja wissen, war es letztes Jahr im Nationalrat und wurde dann dort abgelehnt, weil es von linker und grüner Seite zu abgeschwächt war und weil die SVP natürlich auch dagegen gestimmt hat. Nun hat die UREC des Ständerates darüber verhandelt. Sie hat das Gesetz zum Teil verbessert, zum Beispiel im Gebäudebereich sollen da Effizienzwerte schon 2023 eingeführt werden. Das ist eine deutliche Verbesserung. Aber beim Inlandziel muss man sagen, haben sie es nicht verbessert. Das ist immer noch dieses -30% Ziel, was der Bundesrat vorschlägt fürs Inland. Nun, wie geht es weiter? Ende September gibt es in New York einen außergewöhnlichen Klimagipfel. Da werden die Länder aufgefordert, wirklich ambitionierte Klimaziele anzukündigen. Es kann sein, dass Frau Samaruga da unser neues Netto-Null-Ziel ankündigen wird. Die CO2-Gesetzesrevision wird weitergehen. Sie wird im Herbst im Ständerat sein, am 23. September, um genau zu sein. Danach sind Wahlen, das heißt, das Gesetz wird erst nach den Wahlen im Nationalrat beraten werden. Danach wird es, damit hat die SVP bereits gedroht, vielleicht ein Referendum geben. Dann würde das Gesetz noch zur Volksabstimmung kommen und würde dann erst 2022 in Kraft treten. Wie Sie alle wissen, gibt es Wahlen im Oktober, die selbstverständlich auch ausschlaggebend sein werden für die Klimapolitik der Schweiz.
Die Timeline der Gletscherinitiative ist dadurch noch nicht ganz klar. Man wird sehen, wie sich die politische Situation entwickelt, wann die Initiative dann eingereicht werden wird. Und dann hängt es natürlich auch ab vom Bundesrat, wann die Initiative zur Abstimmung kommt. Ob es einen Gegenvorschlag gibt oder ob der Bundesrat die Gletscherinitiative zur Annahme empfiehlt. Nun möchte ich noch ein bisschen Werbung machen in eigener Sache. Swiss Clean Tech hat zusammen mit ÖBU und AEE eine Wahlkampagne ins Leben gerufen. Sie heißt energyforclimate.ch. Da geht es darum, dass Kandidierende für die eidgenössischen Wahlen sich für eine ambitionierte Klima- und Energiepolitik dass sie das unterschreiben können, dass sie sich da einsetzen werden, wenn sie gewählt werden. Wir haben erst gerade angefangen, seit zwei, drei Tagen sind wir online. Wir haben jetzt 17 Kandidierende, die schon bereits mitmachen. Sie unterzeichnen mit ihrer Unterschrift dieses Ziel, dass es ein Reduktionsziel braucht fürs Inland, das eben kompatibel ist mit einem Netto-Null-Ziel bis 2050. Und sie setzen sich auch ganz konkret für Maßnahmen in diesen Bereichen an. Wenn Sie Leute kennen, die kandidieren, dann laden wir Sie herzlich ein, Ihnen diese Webpage zu zeigen. Und natürlich können Sie auch immer wieder da für Wählende hingehen und sich anschauen, wer diese Plattform schon unterschrieben hat. Damit komme ich zum Ende meiner Diskussion, meiner Präsentation. Ich schaue mir jetzt gerade die Fragen an. Moment, ich mache vielleicht auch wieder schalte Frau Sonja Senevirathne ein. Ich sehe, es hat mehrere Fragen gegeben. Hier ist eine Frage an Sie, Frau Senevirathne. Könnte Frau Senevirathne bitte noch etwas mehr Details zur Aussage Netto Null bis 2040 oder 2050 sagen? Wie sieht es mit der Wahrscheinlichkeit des 1,5-Ziels Erreichung an? Wie deckt sich das mit der IPCC-Aussage, dass wir nur noch 10 Jahre zur Verfügung haben? Ja. Also das ist alles konsistent. Grundsätzlich, wenn wir weitermachen wie bisher, also wenn wir gar keine Abnahme der Emissionen haben, dann würden wir 1,5 Grad in 2030 erreichen. Das ist eigentlich, woher dieses Ziel mit 2030 kommt. Also das heißt, wenn wir gar nichts machen, dann ist es sozusagen, also wir haben dieses Ziel dann 2030 verfehlt, weil wir eben etwa 10 bis 12 Jahre dann noch solche Emissionen noch haben können, bevor wir das erreichen. Deshalb ist das Minimum, und das ist auch das, was diese Szenarien zeigen, dass wir die Emissionen um etwa 50% reduzieren bis 2030, was uns noch ein bisschen ein Budget lässt für nachher, damit wir es erreichen, auch die restliche Emission auf Null zu bringen, die vielleicht ein bisschen mehr, so ein bisschen schwieriger sind, auf Null zu bringen. Ich denke da zum Beispiel am Flugsektor, weil dort gibt es keine klare Alternative. Jetzt über 2040 oder 2050, also das sind Zahlen global. Mit 2050, da haben wir etwa zwei Drittel Chance oder 50% Chance, dass wir nicht oberhalb von 1,5 Grad kommen. Also eigentlich alle die Szenarien haben eine Chance von etwa zwei Drittel, also die lassen noch eine Chance, dass wir trotzdem oder ein Risiko, dass wir trotzdem bereit von 1,5 sind. Und 50% dieser Szenarien sind etwa haben netto null etwa in 2050. Wenn wir alle Szenarien nehmen wollen, weil es ist sehr schwierig, das sind Szenarien, die auch ökonomische Aspekte beinhalten, das sind ökonomische Modelle. Einige schaffen es nur, indem sie eigentlich netto null in 2040 erreichen. Das heißt, wenn wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen wollen, dann wäre besser also netto null in 2040. Die global. Jetzt die Überlegung der Klimastreik ist auch zu sagen, natürlich gibt es unterschiedliche
Verantwortungen. Es gibt Länder, die mehr emittiert haben in der Vergangenheit. Es gibt Länder, die sich gerade am Entwickeln sind. Vielleicht müssen sie ein bisschen mehr Budget in Zukunft haben. Wenn man das aus dieser Perspektive betrachtet, aber es ist weniger eine wissenschaftliche Überlegung als eine Frage vielleicht der Ethik, könnte man dann sagen, eigentlich sollten wir auch früher dahin kommen, dass das wäre dann die Frage, ob man das hier sogar früher setzen soll. Herzlichen Dank. Ich werde zur Frage. Inwieweit trägt der Bergtourismus zum negativen Klimawandel bei? Das kommt natürlich darauf an, was für ein Bergtourismus. Wenn man künstlichen Schnee macht, dann braucht das viel Wasser, das braucht viel Energie, je nachdem, wie diese Energie hergestellt wurde. Wenn das nachhaltig produzierter Strom ist, dann hat das keine CO2-Emissionen. Aber man muss sich natürlich dann trotzdem fragen, macht es Sinn, diesen Strom für das zu verwenden? Es kommt also sehr darauf an, was für ein Bergtourismus es ist. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, es ist wahrscheinlich ein kleinerer Anteil, also es ist sicher ein kleinerer Anteil als das, was durch Flugreisen verursacht wird. Jetzt gibt es noch eine Frage zu den Gletschern. Es heißt ja Gletscherinitiative. Können Sie noch etwas zum Zustand und zum Impact für die Schweizer Gletscher sagen? Ich glaube, das übergebe ich wieder Ihnen. Können Sie da noch etwas dazu sagen? Ja, genau. Also ich arbeite nicht zum Thema Gletscher spezifisch, aber es ist klar, dass die Erwärmung zu einem Abschmelzen von den Gletschern geführt hat. Ein Teil davon wird weiter stattfinden, auch wenn wir es schaffen, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Aber es wäre schon so, vielleicht mit 1,5 wir es noch schaffen, einige Gletscher noch zu behalten. Wenn wir nichts machen, dann würden die meisten Gletscher eigentlich, also einen großen Teil davon verschwinden. Aber die Details, die genauen Zahlen kenne ich nicht, weil ich arbeite nicht spezifisch in diesem Thema. Herzlichen Dank. Gibt es sonst noch Fragen? Im Chat haben wir jetzt alle beantwortet. Oder gibt es vielleicht noch, hier, wie sieht es mit den Bauern aus? Gibt es bereits Gruppierungen von Bauern, die die Gletscherinitiative unterstützen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ob es Bauern, weil wir von Swissclitec mehr mit der Industrie zusammenarbeiten, nicht mit dem Landwirtschaftssektor, aber ich bin sicher, dass es auch Bauern gibt, die sich für die Gletscherinitiative einsetzen, denn sie sehen natürlich die Einflüsse des Klimawandels sehr direkt. Wie man ja im letzten Jahr gesehen hat, haben die Bauern sehr gelitten unter diesen Hitzesommern. Dann kommt noch eine Frage, wie kann man die Gletscherinitiative unterstützen? Die kann man unterstützen, indem man auf die Webseite geht der Gletscherinitiative, indem man seine Freunde auffordert, die Gletscherinitiative zu unterschreiben. Ebenfalls kann man natürlich Geld spenden, damit die Gletscherinitiative finanziert werden kann. Und dann gibt es auch eine große Klimademonstration. Die Ende September sein wird. Und zwar gibt es eben mehrere große Demonstrationen. Jetzt habe ich gerade, weiß ich gerade das Datum nicht. Ich habe meinen Kalender nicht vor mir. Ich meine, es ist am 28., aber ich bin mir nicht sicher. Ja, genau. Am 28.09. gibt es eine sehr große Klimademonstration. Also, wenn Sie ihr ein Zeichen setzen wollen, dann ist das sicher auch eine Art, wie Sie die Gletscherinitiative unterstützen können. Und wahrscheinlich am allerwichtigsten ist, dass Sie wählen gehen und dass Sie Ihre Freunde und Bekannten auffordern, dass Sie auch wählen gehen, weil die Parlamentarier werden schlussendlich das Klimagesetz der Schweiz ausarbeiten. Und daher ist es wichtig, dass wir Parlamentarier haben, die sich für eine ambitionierte Klimapolitik einsetzen. Frau Schneider,
Frau Professor Senevi-Ratne, haben Sie noch ein letztes Wort oder? Nein, also eben wie erwähnt, es ist sicher ein sehr wichtiges Thema und es ist schon so, wir haben nicht so viel Zeit, also ich würde das auch sehr unterstützen, dass alle Leute wählen, die da einen Einfluss haben wollen. Ganz herzlichen Dank an Sie für Ihre Präsentation. Ganz herzlichen Dank an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie so zahlreich teilgenommen haben. Und wir freuen uns, wenn Sie auch am nächsten Webinar wieder teilnehmen.